Fortnite hat im letzten Update 2 neue Rotation-Items reingebracht, eine Kettensäge und ein Hexenbesen. Dieser Besen war in Chapter 2 schon mal im Spiel und er ist komplett OP. Denn man kann sich damit einfach alle 15 Sekunden hochboosten und durch die Luft fliegen, was im Endgame sehr stark ist. Das Problem ist nur, dass es fast unmöglich ist, diesen Besen beim Looten zu finden, aber hier kommt die Insel ins Spiel. Denn wenn man die Insel einnimmt, bekommt man zu 100% einen Hexenbesen. Und deswegen werde ich in diesem Solo-Cash Cup jede Runde für die Insel gehen, um mit diesem kompletten OP-Item hoffentlich jede Runde zu gewinnen. Und vielleicht sogar Earnings zu holen. Aber dafür müssen wir uns jetzt erstmal fürs Finale qualifizieren. Also mal gucken, ob ich die Insel in der ersten Runde direkt einnehmen konnte. Let's go. Digga, ich bin contested von 2 Leuten. Bro, der contestet mich jetzt nicht. Ja, du Wund, Digga. Bro, wie kann man so dumm sein? Oh, hier ist ein Gegner vor mir. Ja, wie fight ich den? Boah, der ist übel lost. Da kämpft er wen ab? I think sometimes in the life I'm too competitive, you know? Was macht der? Boah, ich hab direkt gemisst. Okay, 160. Du bist jetzt leider tot. Bumm. Würdest du sagen, du gewinnst die Runde noch vom Ding her? Nee, nee, Freundchen. Bro, bitte lass mich doch hier hoch, Bro. Ey, Bro, jetzt splash. Ja, leck meiner Eier. Meiner Eier ist halt leer, Digga. Oh mein Gott, nein, jetzt raste ich aus, Digga. Dankeschön, Bro. Oh mein Gott, was mache ich hier? Ich muss auf jeden Fall gleich besser fighten, wenn ich die Insel holen will, Bro. Sonst wird das hier leider nix. 1,80. Oh, was macht der? Der ist verrückt. Der Typ ist verrückt, Digga. Nice, der wird sprayed. Er hat sich auch noch nicht geheilt irgendwie. Nice. Geil gezockt von mir. Ja, kein Besen bekommen, GG. Dann gehen wir wohl für die Insel. Die haben irgendwas gegeneinander. Schön, mach ich weiter. Der Typ armut sich ein, Bro. Hab ihn. Er hat einen Besen! Scheiße, was mache ich jetzt? Geh für die Insel. Die Insel ist auch jetzt gespawnt. Ich guck mal, ob ich trotzdem hochgehen kann. Maybe kann ich trotzdem einnehmen. Ah, hier fighten gerade einige. Und die wollen jetzt auch alle für den Besen gehen. Maybe kann ich auch ein paar Kills mitnehmen. Er ist chillig. Schon mehr aber 3 Besen. Oh, hier ist Rough-Typ. Okay, ich nehme sie aber mal trotzdem ein. Fürs Video. Oh mein Gott, ich krieg die Insel. 15 Punkte. Plus 15 Punkte. Oh mein Gott. Oh. Und die erste Insel ist gecaptured, plus 15 Punkte, let's go, jetzt habe ich 3 Besen, let's go, plus 15 Punkte, ich hab die Insel. Hey Bro, es kommt nur einer aus der Insel. Das war ein nice, Fake Call. Digga. Ich kann jetzt chillen, ich habe meine Challenge gemacht und hab einen Besen. Usen. Ich tag grad einen so richtig cringe. Raus! Jetzt pass mal. Du aufgesetzter Schickimicki Fernsehmoderator. Oh mein Gott, ich DMA. Sorry, es ist raus. Ich DMA, Bro. Holy shit, ich DMA, glaube ich. Sorry für DMA. Epic, ich entschuldige mich. Kommt nicht mehr vor. Ah, er DMA'd auch, Bro. Er hätte mich von da hinten. Boah, auf die Brücke wäre ich sick. Bro, er hackt. Hä? Ja, ich glaube, ich gehe jetzt hier rein, such nach Big oder so. Keine Ahnung. Nicht fissen. Na, mit Fiss bringt der Besen irgendwie nicht mehr. Das war ein Fake-Callout, glaube ich. Ich habe so die God-Position, Bro. Wenn ich die Runde nicht gewinne, dann weiß ich auch nicht. Digga, what the fuck? Ich muss aufhören damit. Ich werde gleich live gebannt, Bro. Hohoho. Geil. Und hab den Kill. Boah, jetzt muss ich halt als erster rotieren, Bro. Das kracht. Ich glaube, ich gehe erstmal nach links, Bro. Ich gehe von hier. Ja, dieser Besen ist so OP. Du kommst auch einfach durch jede Box damit durch, Bro.
Frau, bitte. Ich will noch Wood, Digga. Ich hab 4 Builds, Digga, ich brauch einen Kill. Er boxt mich, Digga. Er fullpiest mich. Ich hab alles, Bro. Bitte, nein! Bro, ich werd ge... Ja, nein! Ey, Mann, ich werd gegrieft, Digga. Leider habe ich hier den Win gechoked, aber ich war jetzt trotzdem auf 51 Punkten, was auf jeden Fall stabil ist. Und wenn ich jetzt nochmal so eine gute Runde spiele, dann bin ich schon fast qualt fürs Finale. Und um jetzt in der zweiten Runde wieder weit ins Endgame zu kommen, gehen wir natürlich wieder für die Insel. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal zu irgendeinem Pet und wenn die Insel spawnt, fist paddle. Ich glaube, das ist die Godstrat. Du hast komplett einen Gott, tatsächlich. Ja, aber ich brauche halt Besen, also... Mann, die Zone ist über... Oh mein Gott, Digga, ja. Fight. Na, ja, ich lebe, du Digga. Hast du richtig nice gespielt, wirklich. Er schießt mich auf 10 HP und holt mich nicht. Gut, jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt muss ich sowieso für Insel gehen, für Loot einfach. Okay, bitte. Oh, let's fucking go, Bro. Die Insel ist direkt bei mir. Gut. Okay, let's go, wir sind die Ersten oben. Ich tue jetzt alles um. Okay, es kommt auch wer anders. Oh mein, nein. Nein, Bro. Was zur Hölle? Hä? Der ist dumm. Hä? Der geht. Okay, hier ist auf jeden Fall noch wer. Nice, ich krieg wieder Insel. 2 von 2, Chat. 2 von 2. Oh. 15 Punkte. Let's fucking go. Okay, wir gehen in Zone. Ich habe jetzt wieder recht alles eigentlich. Ich würde ihn mal tracken. Digga, meine Runde ist so stacked. 100 Tracker-Views. Oh, ich glaube, die wissen alle gar nicht, was für einen riesen Vorteil ich über die habe in der ganzen Lobby. Das checken die nicht. Jetzt geh ich mal kurz gleich vor mir. Ich hab alles, Digga. Mann, Chat, Insel gibt nicht 15 Punkte. Ich troll nur ein bisschen rum, wenn ich die Insel einnehme. Ja, es wird jetzt eine lustige Rotation, eine komplette Phase und tatsächlich. Warum gehst du zu mir? Oh, warte, ist das die Strat, was er macht? Das ist die God-Strat, glaube ich, links lang. Er hat die God-Strat. Ich wollte nicht Besen usen, das war aus Versehen. Ja, das war so die Godstrap von dem Team, dass er links gegangen ist. Er hat mir so die Augen geöffnet, wirklich. Ich bin so geil, Digga. Das war so gut rotiert. Oh, es ist so stacked, Digga. Ich bin in der Top 3000, aber ich bin auf 50 Punkten. Was spiele ich hier? Ich wurde Vierter in der ersten Runde. Hab jetzt so ein... Oh mein Gott, ich gewinne so die Runde. Bro, es ist over für alle. Boah, die Zone pulled back, Digga. Was eine Scheiße, Bro, das Arsch. Search geht an, Digga. Kann das nicht. Mann, Bro, ich mach doch nichts, Digga. Nein, oh mein Gott, Bro. Oh, bitte. Gott, Digga, ich werd gef***t oder so. Ja, meine Mats ist tot, meine Heals sind tot, Bro, das ist over. Keine Mats bekommen, Digga. Refresh, Digga.
Jetzt brauche ich Kill. Die Sonne wird weg, bist du lucky, Bro. Das ist nicht aktiv. Ich gehe, bitte, 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 bitte nicht. Nein! Bitte Top 2, bitte Top 2! Das wäre so big! Bitte! Bitte Top 2! Ja! Top 2! Ich bin der Beste, Bro! Let's fucking go! Let's go! Chat, es lohnt sich, für die Insel zu gehen. Es lohnt sich so sehr, Digga. Und nach dieser Banger-Runde war ich jetzt mit 108 Punkten in den Top 200. Also mir fehlen nur noch ein paar Punkte bis zum Qual. Aber dann in der nächsten Runde habe ich leider komplett meinen Drop gechoked und musste dann irgendwo hier landen. Und hier wurde ich leider direkt random gekeyt und bin dann down gegangen, weil ich nichts hatte. Aber es ist alles noch gut, weil ich habe ja noch genug Runden. Und in Runde 4 bin ich natürlich wieder für die Insel gegangen. Aber die Insel war leider sehr weit weg, deswegen musste ich um die ganze Map rotieren. Und als ich oben war, waren schon sehr viele Gegner da. Also habe ich dann diesen Gotti-Play gemacht. Ich glaube, einer ist tot. Warte. Ich probiere zu klauen, wenn es spawnt. Oh mein Gott. Ich hab's. Ich hab's. Ich bin so geil. Ich hab die Insel. Ich hab sie sozusagen. Also ich habe jetzt wieder den besten Loot fürs Endgame. Kickt der mich jetzt, Bro? Hier ist er im Busch! Nein, ich hatte Besen, Digga! Oh mein Gott, ich werde im Busch abgecampt in einem Solo-Cash-Cup, Digga. Ja. Ich wurde hier im Busch abgecampt und habe jetzt wieder keine Punkte aus der Runde geholt. Und jetzt habe ich nur noch 30 Minuten Zeit, um den Qual zu schaffen. Und meine nächste Runde lief anders als gedacht. Okay, das Ding ist, ich habe halt keinen Fizz. Das heißt, wenn die Insel weit weg spawnt, kann ich legit nicht den Besen holen. Aber ich werde trotzdem hingehen. Oh mein Gott, let's go. Das ist stark. Ich kann die holen. Ah, der will auch für Insel gehen. Okay, wir gehen hoch. Boah, hier scannt Coin irgendwo, Bro. 4 von 4 Insel, dann habe ich die Challenge so erfolgreich abgeschlossen. Also erfolgreicher kann man gar nicht sein. Boah, den habe ich so gealfert. Oh, 4 von 4. 4 von 4. Und 15 Punkte dazu. 4 von 4 Inseln. Ich bin einfach der Beste, Digga. Wir gehen jetzt einfach hier in diesen Riesenturm rein, dass wir rotaten können. Obwohl muss ich gar nicht, ich hab Besen. Ich kann einfach hier oben mich einbauen. Gut, dann mach ich das. Ich baue jetzt hier viel und refarm dann. Ja, nice. Er spielt Pistol. Er spielt Pistol, Bro. Am besten gehe ich da jetzt hin und farm dann noch oder so. Bitte schieß nicht auf mich. Bitte, mach's nicht. Was? Bro, das kann nicht sein. Digga, was spiele ich hier? Bro, ich... Oh mein Gott, warum gucken alle? Oh mein Gott, Bro. Wirklich, was bist du für ein Autist? Lohnt sich, oder? Lohnt sich richtig, Digga. Schieß mir jetzt am besten noch in den Rücken. Ja, du bist der Beste, Bro. Ich schwöre, ich quitt das Spiel, Digga. Oh, ich hab gar nichts mehr, Digga. Meine Mets sind komplett tot. Nice, Digga, ich hab noch einen Mini, das kann ja was werden, Bro. Ich werde mich nicht qualen, ich werde mich legit nicht qualen. Das ist komplett over für mich. Oh mein Gott, Refresh, bitte. Lobby sprayed. Ich geh dafür, Digga.
Ja, natürlich hat er Splasher, oder? Ja, er hat 8 Splasher, Bro. Naja, okay, das wird nichts. Er hat 8 Splasher. Ich komme ja gar nicht hoch. Ja, schieß auf mich, Bro. Es lohnt sich so sehr, da den Pump auf mich zu machen, Bro. Natürlich gar nichts, Digga. Nichts liegt hier. Nice, ja, armert alles zu, Bro. Bitte, funktioniert. Danke. Ja! Bin called. Und ich gewinne jetzt. Nice. Nice. Oh, ich gewinne doch nicht. Ich bin jetzt aber tot. Naja, ich bin wirklich tot. Nein, Bro, ich raste aus. Und trotzdem Choke am Ende, war ich jetzt mit 131 Punkten qualt fürs Solo Cash Cup Finale, wo ich für den Win 100 Dollar bekomme. Und mich fragen auch immer viele Zuschauer, wie sie sich für das Solo Cash Cup Finale qualen können oder auch wie sie es schaffen, ihre ersten Earnings zu holen. Das frage ich mich übrigens auch noch. Und es hat natürlich jeder unterschiedliche Schwachstellen, deswegen ist es immer schwer, allgemeine Tipps zu geben, die jedem helfen sollen. Aber da kann euch Tapin.gg, der Sponsor des Videos, weiterhelfen. Denn auf der Website Tapin.gg könnt ihr euch für nur 14 Euro einen Pro-Fortnite-Coach kaufen, der euch dann live coachen kann und euch genau sagt, was ihr verbessern müsst. Achtung, unter dir! Außerdem könnt ihr auf Tapin.gg auch Pro-Teammates für aktuelle Cups oder auch Rank kaufen, die euch dann carryen werden. Also ihr bekommt dann in wenigen Minuten einen wirklich krassen Fortnite-Pro mit mehreren 1000 Earnings, der dann für 45 Minuten oder länger, halt je nachdem was ihr gekauft habt, euch coachen oder mit euch reden und spielen wird. Und ganz wichtig ist auch, wenn ihr nur deutsche Teammates oder Coaches haben wollt, dann müsst ihr das einfach hier im Chat mit eurem Teammate schreiben. Also Tapin.gg hat auch über 1000 sehr gute Bewertungen bei Trustpilot, also ihr werdet dazu 100% einen krassen und netten Pro finden. Also wenn ihr euren Fortnite-Skill auf das nächste Level bringen wollt, dann geht jetzt zu Tapin.gg und gebt meinen Code ALLESEASY beim Kauf ein, um 25% Rabatt für eure ersten zwei Bestellungen zu bekommen. Und ich hatte jetzt auch noch ein Game möglich, um mit den Opens ein möglichst krasses Placement zu holen, aber obwohl ich da alles gegeben habe, wurde ich in der Runde leider nur 10. Also mein Placement war leider nicht so gut, aber Hauptsache ich bin qualt. Also gehen wir jetzt rein ins erste Finals Game. Bro, bitte verpiss dich doch einfach, Bro. For real, das bringt dir wirklich gar nichts. Oh, ich werde gefightet. Cool, ich habe gekillt. Es lohnt sich so sehr in Solo-Finals. Bro, ich kann das nicht. Die Leute hier sind so fucking dumm, Bro. Bro, was bringt es dir, mich zu fighten? Wirklich, es bringt dir nichts. Es bringt dir nicht mal Loot. Es gibt dir keinen Punkt, Digga. Okay, Bro, ich bin einfach schlecht. Nice. Nice, bin tot. Das war einfach extrem schlecht gefightet von mir, aber auch komplett unnötig, dass er mich hier early keyt, weil es ihm wirklich nichts bringt. Und nachdem ich mir dann seinen YouTube-Kanal kurz angeguckt habe... habe ich jetzt meine Confidence wieder gesammelt und bin in die zweite Runde gegangen, die schon mal deutlich besser lief. Also wenn ich die Runde halt choke, dann liegt das 100% an mir. Ich habe Cap und bin Mitte der Zone geboxt mit 3 Dashes und Godloaded. Jetzt wird halt die Zone wegpullen. Boah. Im Whiteline eigentlich. Durch Whiteline. Ich bin kein Stress, Bro. Sollen wir noch beide gehen? Okay, all good. Ich hab keinen Dash mehr, Digga. Doch hab ich. Ja, geh doch weiter, was ist dein Problem? Bist du dumm? Geh weiter. Leider schon sehr viel Wood verbraten. Ja, chillt, Bro. Boah, das hat viele Metz gekostet hier alles irgendwie, leider. Oh mein Gott, Bro, es blieft mich, Digga. Was spiele ich hier? Ja, ich werde lobbied. Nice, nice, ich bin tot.
Nice, von komplett allem jetzt zu 500 Metz, Digga, weil ich lobbyt werde einfach. Ich brauche einen Refresh auf jeden Fall. Meine Heals sind auch shit. Ja, er schießt von hinten auf mich, Digga, cool. Ey, das Game, Digga. Sag mal schön, sag mal schön. Oh Gott, ich hab trotzdem alles. Scheiß drauf, soll er nehmen den Loot. Bin noch nicht in. Das ist krass, dass er das noch hittet, aber alles gut. Der vor mir geht halt leider nicht, das fuckt ein bisschen ab. Refresh. Das ist niemand, Digga. Das wird's, Chat, Trust. Das wird der Win. Fuck. Oder Schuld vom Zug, maybe auch. Weil er vor mir schießt. Hätte ich hier diesen Typen geholt, hätte ich tatsächlich High Ground mit guten Mats gehabt und hätte die Runde gewinnen können. Aber er kann natürlich ein bisschen früher schießen als ich und er two-tagt mich in der Luft. Und er war auch low, also hätte ich früher schießen können, hätte ich ihn auf jeden Fall geholt. Und naja, in der nächsten Runde bin ich leider auch early down gegangen, als ich ein Fight abgecampt habe. Aber es gibt nächste Woche immer noch einen letzten Solo Cash Cup in dieser Season. Also habe ich noch eine Chance.